guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen wieder bei eurer Yoga-Stunde am Morgen in eurem Fitnesspunkt-Kursraum. Wir werden heute mal mit einer ganz anderen Position starten als die letzten Male. Wir starten nachher in der Kindposition und dann werden wir eure Wirbelsäule in alle drei Bewegungsformen einmal durchtrainieren, natürlich mit den verschiedenen Sonnengrößen und verschiedenen Asanas, die alle wieder ja in den ein oder anderen Sonnengrößen vorkommen. Falls du zwischendurch merkst, die Übung ist dir zu viel oder die Übung kennst du vielleicht für dich etwas besser, dann nimm natürlich diese Übung, geschweige komme in diese Übung zurück, wo du dich einfach wohler und sicherer fühlst. Heute benötigen wir so ungefähr 30 Minuten, um dich sozusagen durchzubewegen und deine Yoga-Praxis zu praktizieren. Dann würde ich sagen, starten wir. Lisa ist auch noch dabei und ich bin natürlich die Janine. Komm ruhig einmal auf deine Yogamatte. Stell die Füße hinten auf, die Knie etwas breiter. Setz dich ruhig erstmal mit den Fersen auf, mit dem Po auf deine Fersen, genau. Und dann beug den Oberkörper ruhig einmal vor, schläge die Stirn auf deine Matte auf und gerne die Hände an deine Füße. Lasse deine Schultern tief in die Matte sinken. Falls du dich nicht hinknien kannst, kannst du das natürlich auch in einer normalen Standposition machen oder auf dem Stuhl. Und du beugst den Oberkörper auf den Oberschenkel ab. Jetzt versuche tief ein- und auszuatmen, um auf deiner Matte anzukommen und die Zeit für dich zu nehmen. Atme tief ein und aus. Und lasse deine Schultern immer ein wenig mehr in Richtung Matte sinken. Dein Rücken ist leicht gerundet und dein Gesäß zieht in Richtung Ferse. Du spürst, wie dein Brustkorb sich weitet. Und du fließt mit deiner Atmung durch den ganzen Körper. Atme noch ein, zweimal tief ein und auch aus. Bewege dein Gesäß dabei ruhig mal so ein wenig nach links und rechts, dass du deine Gelenke ein wenig durchknetest. Nimm deine Hände gerne über die Seite nach vorne, streck sie mal was weiter auf und deine Hände sind ganz weit geöffnet. Lass die Fersen auf deinem Po, versuch den Brustkorb in Richtung Boden zu strecken, dass die Wirbelsäule sich streckt. Du schiebst deine Hände weit von dir raus und dein Gesäß in Richtung Ferse. Atme auch hier bewusst ein und aus und zieh deine Wirbelsäule immer länger und der Brustkorb geht in Richtung Boden. Du kannst auch gerne deinen Kopf auflegen, so wie es für dich angenehm ist. Wander mit deinen Händen einmal in Richtung rechts. Du kannst deine linke Hand auch gerne auf deine rechte Hand legen. Und lasse dein Gesäß auf deinen Fersen. Dass du deine linke Seite lang ziehst und dein Brustkorb auch hier immer mehr in Richtung Boden ziehst. Atme tief ein und aus, dass du die Flanke schön streckst und der Rippenbogen sich lang zieht. Dann wander Stück für Stück mal wieder in Richtung Matte, schieb die Wirbelsäule nochmal lang und komm in die Gegenbewegung. Komm mit beiden Händen auf deine linke Seite. Dein Gesäß bleibt schön hinten. Du kannst deine rechte Hand auch hier gerne wieder auf deine linke Hand legen, dass du hier ganz viel Platz in deiner rechten Flanke kriegst.
Schiebe dein Gesäß aktiv Richtung Ferse. Öffne den Brustkorb und öffne deine rechte Seite. Atme tief ein und aus. Und komme hier wieder einmal zur Mitte. Streck dich noch einmal lang, schieb den Brustkorb Richtung Boden und komme ganz sanft einmal nach oben in den Vierfüßlerstand. Die Hände positionierst du unter deinem Brustkorb, Hüftschulter breit. Die Füße gehen flach auf die Matte. Knet deine Wirbelsäule ruhig einmal durch, werde rund und gerade. Spür von Bewegung zu Bewegung mehr an die Wirbelsäule raus, was heute vielleicht gut klappt und was heute vielleicht nicht so gut klappt. Tief einatmen und ausatmen. Letzte Mal. Positioniere deine Wirbelsäule nun einmal ganz gerade auf. Schieb die Schultern aus deinen Ohren und lass den Bauch angespannt. Nehme einmal deine rechte Hand über die Seite nach oben auf, in die Rotation hoch. Und setz deine Hände einmal durch deinen Brustkorb unten durch, dass sich ganz lang ziehst. Komm Stück für Stück wieder nach oben. Beide Füße, beide Hände, oder beziehungsweise deine linke Hand ist fest auf der Matte. Erde dich, atme tief ein und aus. Ein letztes Mal tauchen wir ab. Und dann streck dich nochmal weit nach oben auf und setz deine Hand wieder auf die Matte. Positionier dich noch einmal, dass deine Hände schulterbreit geöffnet sind. Und starte mit deiner linken Seite, Füße flach. Die linke Hand geht weit über die Seite auf. Und schiebe deine linke Hand unter den Brustkorb durch, dass dein Gesäß nach oben kommt. Einatmen. Und wieder ab. Genau. Atme tief ein und aus. Einmal noch abtauchen. Versuch ganz weit den Oberkörper zu drehen. Komm noch einmal nach oben in die Aufrichtung. Setze deine Hand einmal ab. Setz dein Gesäß über deine Knie und die Hände ruhig mal mehr nach vorne und was breiter. Schiebe jetzt deinen Oberkörper in Richtung Boden. Dein Gesäß bleibt über den Knien. Du kannst gerne deine Stirn auflegen. Du möchtest deinen Brustkorb noch mehr in Richtung Boden sinken lassen. Die Hände drückst du weit von dir weg. Die Füße sind flach und dein Gesäß geht nach oben. Du kannst tief ein- und ausatmen und ein wenig mit deinem Gesäß mal so nach links und rechts wackeln. Vielleicht spürst du in der Seite die Länge, die du mehr kriegst. Ein letztes Mal. Dann komm langsam immer nach oben auf. Setz die Hände wieder in den Vierfüßlerstand. Die Zehenspitzen stellst du auf. Komm einmal mit den Knien nach oben und geh mit deinen Tippelschritten der Hände zu deinen Füßen. Lass dich hier ruhig einfach mal hängen. Mal nach links und rechts. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel auf. Dein Gesäß stabilisierst du nach vorne weg. Und kreis ruhig einzeln mit deinen Schultern. Und lass die Schultern sanft aus deinen Ohren gleiten. Komm ruhig zum Anfang deiner Matte. Denn wir starten jetzt mit den Sonnengrüßen. Positionier dich schön mittig auf deiner Matte. Und bleibe schön groß und stolz stehen. Atme tief ein, öffne die Hände weit über die Seite, dein Gesäß ist fest, drück die Fersen in den Boden. Atme aus, komm in die Vorbeuge ab, den Kopf ganz locker lassen, bleib ruhig mal für ein, zwei Atemzüge hier. Lass die Schulter locker, die Fersen in den Boden gedrückt. Versuch dein Gesäß ein bisschen höher zu bringen, die Beinrückseite länger werden zu lassen. Dann kommen wir in die halbstehende Vorwärtsbeuge. Das heißt, den Rücken streckst du durch, richtig anspannen. Kannst die Hände gerne an die Seite setzen, ganz ablegen oder auch da, wo du es für angenehm empfindest. Aber so, dass der Rücken schön gestreckt ist. Atme tief ein und aus.
Dann positioniere deine Hände, dass du mit dem rechten und linken Bein zurück in die Planke kommst, in deine Brettposition. Hier die Fersen bewusst zurückdrücken, die Hände unterm Brustkorb. Genau, Bauchnabel fest und lass den Kopf nicht hängen. Gut, setze Knie, Brust und Stirn einmal auf. Heb deine Füße an und leg sie flach auf den Boden. Gesäß drückt sanft in die Matte, die Hände sind neben deinem Brustkorb positioniert. Komm ganz sanft nach oben auf und sanft wieder ab. Das machen wir noch zweimal mehr. Auf, genau, in die Cobra. Einen letzten noch. Halte oben mal eine Frequenz. Genau, und versuche die Spannung aus der ganzen Wirbelsäule zu nehmen. Schulter aus den Ohren, die Hände locker. Und absinken. Nimm deine Füße hoch, stell sie auf. Richte den Oberkörper einmal auf, schieb das Gesäß nach hinten. Behalte diese Länge jetzt in deiner Wirbelsäule. Heb die Knie an und komm in deinen ersten Hund, der zu Boden schaut. Die Beine sind hüftbreit aufgestellt. Die Fersen tendenziell in Richtung Boden. Du darfst auch deine Beine gern was durchkneten. Spannung in die Hände, schieb deine Hände aktiv von dir weg. Erde dich. Falls du zum großen Abstand hast, nimm die Füße gerne mal ein bisschen näher ran, dass du das Gesäß mehr nach vorn und nach oben schieben kannst. Knete dich richtig durch, verlage dein Gewicht nach links und rechts und drück dich jetzt einmal in die haltende Hundposition. Lass den Kopf locker und dann geh in kleinen Tippelschritten zum Anfang deiner Matte. Der Rücken ist lang und gestreckt, schieb das Gesäß nach oben und die Schultern aus den Ohren. Ausatme, Rücken wird rund, mach dich rund und komm Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Öffne die Arme weit auf und einmal absinken. Gut, vielleicht hast du gespürt, in welcher Position es heute gut und welcher Position nicht so gut klappt. Wir gehen jetzt in den kleinen Flow, mach es gerne in deinem Tempo. Atme tief ein, öffne. Ausatmen, lass die Fersen fest am Boden, erde dich, senk dich ab. Der Rücken geht lang in die Streckung. Dein Weg nach hinten, geh oder spring in die Brettposition. Positioniere dich fest in die Matte. Knie, Brust und Stirn oder tiefer Liegestütz. Und einmal nach oben in die Cobra. Fersen zusammen, die Füße sind flach. Absenken. Dein Weg in den Hund, der zu Boden schaut. Gerne erst den Rücken strecken und dann hoch oder du fließt direkt in den Hund. Halte hier. Du darfst dich gerne auch wieder was durchkneten, dass du vielleicht durch das viele Sitzen, deine Beinrückseite, Sprunggelenke, die Wirbelsäule was durchkneten musst, ist ganz normal. Und dann halte auch hier noch meine Hundposition. Streck die Arme weit, die Fersen in den Boden. Gut, komm auf die Zehenspitze, schau zum Anfang deiner Matte und versuch wieder in kleinen Tippelschritten oder in einem Sprung nach vorne zu kommen. Rücken ist lang und gestreckt und dann machst du dich rund in die vollstehende Vorwärtsbeuge. Komm auf, ganz lang, komm in eine ganz leichte Rückbeuge. Dein Gesäß ist feste, versuch dich aus der Hüfte zu strecken und ab. Letzte Runde, dann starten wir mit den neuen Asanas. Auf. Eine Vorwärtsbeuge. Leg den Bauch auf den Oberschenkel ab. Lass die Schulter den Kopf rund. Der Rücken ist lang und gestreckt. Dein Weg in den hohen Liegestütz. Geh oder spring. Dein Weg nach unten. Knie, Brust und Stirn oder tiefer Liegestütz. Und flippe mit den Füßen um in die Cobra. Absenken. Dein Weg nach hinten in den Hund, der zu Boden schaut. Gut. Halte hier 4 tiefe Atemzüge. Deine Hände sind ganz weit geöffnet. Die Ellenbogen gerne ein Stück nach innen gedreht und atme tief ein und aus. Streck die Wirbelsäule bewusst nach oben. Noch einen tiefen Atemzug. Gut. Schau zum Anfang deiner Matte auf die Zehenspitze. Geh oder spring zum Anfang der Matte. Der Rücken ist lang und gestreckt. Vollstehende Vorwärtsbeuge. Komm auf. Nimm die Hände nochmal weit über die Seite. Schaffe Platz im Brustkorb. Und absenken. Gut. Wenn du merkst,
dass du noch nicht ganz warm genug bist, kannst du natürlich beim nächsten Mal ein, zwei Sonnengrüße mehr durchtrainieren. Wir kommen jetzt zu einer Sonnengrußvariante, die wir ein bisschen abgeändert haben. Wir starten mit der Variante B. Setze dich tief in den tiefen Sitz, Hände weit über die Seite. Hier leider wieder bin ich nicht das perfekte Vorbild. Dein Sprunggelenk muss sich eigentlich mehr winkeln. Schieb dein Knie nach vorne, Gesäß nach unten oder Körper aufrecht. Halte hier. Komm ab in die vollstehende Vorwärtsbeuge. Schieb dein Gesäß hoch. Einatmen, der Rücken ist lang und gestreckt. Schau zum nach vorne. Dein Weg nach hinten in hohen Liegestütz. Gut. Dein Weg nach unten, tiefer Liegestütz oder Knie, Brust und Stirn in die Cobra. Komme in den Hund, der zu Boden schaut. Gut. Schieb dein rechtes Bein nach oben. Gut. Und nimm dein rechtes Bein einmal nach vorne in den Krieger 1. Schieb dein linkes Bein verdreht zurück. Komm mit beiden Händen aufrecht. Deine linke Schulter schiebt richtig nach vorne und dein rechtes Knie mische nach vorne. Stellt euch vor, ich ziehe an eurem Knie, dass ihr noch mehr nach vorne kommt. Gut. Dein Weg einmal nach unten. Deine Ferse flippt links hoch. Gut. Rechtes Bein zurück in den Hund, der zu Boden schaut. Wir gehen direkt in die linke Seite. Linkes Bein hoch. Brauchen wir nämlich für die nächste Übung. Linkes Bein nach vorne. Rechtes Bein eingedreht und komm hoch in den Krieger. Nimm ganz viel Platz von vorne hoch. Schieb nach vorne. Rechte Fuß Außenkante drückst du aktiv in den Boden. Gut. Dein Weg wieder nach unten. Linkes Bein zurück. Komm in den Hund, der zu Boden schaut. Gut. Wir bleiben beim Hund. Nimm das rechte Bein nach oben. Und wir ziehen ein rechtes Bein mal nach vorne zum linken Ellenbogen. Zieh es ran, zieh es ran. Einmal wieder nach oben. Streck dich erst. Komm wieder mit dem rechten Bein zum linken Knie und leg dein Bein, zum linken Ellenbogen und leg dein Bein über die Seite ab. Genau. Der Po ist tief, Brustkorb voraus. Letzte Mal. Erst nach oben hoch, streck dich. Und dann kommt dein Knie wieder nach vorne, entweder Ellenbogen oder strecken. Und dann darfst du in die Rotation mit dem linken Arm nach oben gehen. Gut. Abstellen. Komme wieder in den Hund, der zu Boden schaut. Das rechte Bein geht voraus. Und nimm dein rechtes Knie nach vorne weg. Leg es einmal zwischen deine Hände. Leg deinen linken Fuß flach auf. Und lass deine Schultern mal locker nach hinten fallen. Wenn du das intensiver haben möchtest, nimmst du deine rechte Ferse ein bisschen mehr zur kurzen Mattenseite. Deine linke Zehenspitze rutscht Stück für Stück ein bisschen mehr zurück. Und atme tief ein und aus. Genau. Bleibe schön groß und stolz. Schieb die Schulter aus den Ohren. Und dann darfst du auch gerne auf die Ellenbogen kommen oder auch mit den Armen weit nach vorne kommen. Leg die Stirn auf. Bleibe hier für ein, zwei Atemzüge. Wenn du noch eine Intention mehr haben möchtest, gehst du mit den Händen nach links, dass du dich leicht streckst. Lisa zeigt dir die leichtere Variante. Wenn du sagst, du möchtest ein bisschen mehr, rutschst du mit deinen Armen ein bisschen mehr über die Seite, wie bei der ersten Übung. Schieb aber dein linkes Bein bewusst zurück. Dann kommst du wieder über die Seite nach vorne, auf die Ellenbogen, auf deine Hände. Atme hier noch ein, zweimal tief ein und aus. Und dann festige deine Hände auf deiner Matte, linke Zehenspitze hoch, heb dein rechtes Knie an und schieb es nochmal bewusst nach oben und senk es ab. Gut, das linke Bein geht in Verlängerung der Wirbelsäule hoch. Alles von Anfang, dein linkes Knie kommt zum rechten Ellenbogen, bleib ganz gerade.
bewusst wieder zurück, setz deine rechte Ferse in Richtung Boden, linkes Bein lang. Linkes Knie kommt wieder vor, entweder Ellenbogen oder den Fuß zur Seite gedrückt. Öffne den Brustkorb. Gut. Einmal wieder ran, weit zurück. Letzte Runde mit der Rotation. Knie ans Ellenbogen, an den Ellenbogen oder absenken. Und du sagst, will noch mehr. Geh einmal mit der Hand hoch. Gut. Setz die Hand ab. Nimm dein Knie nochmal ganz weit hoch und dein Bein. Und jetzt darfst du dein Knie nach vorne zu den Händen ablegen. Ha. Endlich angekommen. Dein linkes Bein darfst du gerne ein bisschen mehr nach vorne ziehen. Schau, dass deine Hüfte tendenziell nach vorne zur kurzen Mattenkante gerichtet ist. Umso mehr du deinen linken Fuß nach vorne schiebst, umso schwieriger. Rechten Fuß flach und du darfst gerne hier ein bisschen mehr zurückrutschen. Gut, atme tief ein und aus. Nach der Bewegung darfst du hier schön am Platz halten und atmen. Komm ruhig einmal auf deine Ellenbogen. Schau, dass dein Hals immer in der Länge der Wirbelsäule ist. Schieb dein Gesäß bewusst zurück. Wenn du möchtest, darfst du die Hände auch gerne ausstrecken. Deine Hände schiebst du ganz weit nach vorne. Den Brustkorb streckst du wieder in Richtung Matte und dein Gesäß nach hinten. Stell dir vor, ich werde an allen rechten Beinchen von euch ziehen. Bei jeder einzelnen von euch. Und dann darfst du gerne mit den Händen auf die rechte Seite wandern. Denk dran, wenn du die Hände oder die Ellenbogen aufgestellt hast, den Kopf immer schon gerade halten, in Verlängerung der Wirbelsäule. Außer du kannst ihn irgendwo ablegen. Dann komm ruhig sanft wieder zur Mitte. Streck dich nochmal. Und dann komm Stück für Stück nach oben. Auf die Hände. Wir sind fast wieder oben angekommen. Rechtes Bein aufstellen. Linkes Bein anheben und nochmal bewusst nach oben hoch. Stell den Fuß ab. Wir brauchen noch ein halbes Vinyasa. Komm in den hohen Liegestütz. Dein Weg nach unten. Und in die Cobra und komm vielleicht auch mal hoch in den hohen, in den Hunderzug, der Hund, der nach oben schaut. Spanne die Beine ins Gesäß und absenken. Zehenspitzen aufstellen, schieb dein Gesäß mal zurück. Schau zum Anfang deiner Matte und komm mal mit dem Po hoch und den Tippelschritten nach vorne zu den Händen. Gut. Rücken ist schön gerade. Dann machen wir den Rücken rund und komm mit den Händen mal nach vorne hoch in den tiefen Sitz. Lass die Hände schön hier oben, richte dich aus dem Gesäß einmal auf und löse die Arme. Kreise mit den Schultern. Eine zweite Variation habe ich für euch. Da wollen wir den Brustkorb ein wenig mehr öffnen. Gut, wir setzen uns wieder tief. Nimm die Hände gerne wieder nach vorne weg, streck dich und komm einmal nach unten in die vollstehende Vorwärtsbeuge. Der Rücken wird lang, wir schieben mehr Länge in die Wirbelsäule. Dein Weg nach hinten, links, rechts im Wechsel oder gesprungen. Gut, dein Weg nach unten in die Cobra. Genau. Und in den Hund, der zu Boden schaut. Nimm wieder das rechte Bein nach oben weg. Nimm das rechte Bein ganz nach vorne, stell es vorne auf, wie in den hohen Ausfallschritt, Brustkorb geöffnet und setz dein linkes Knie ab. Linken Fuß lösen. Komm ganz sanft hoch. Wenn es zu doll in der Kniekehle oder im Knie zieht, kurz anheben und senken oder die Matte doppelt rollen. Gut, schieb dein Knie schön nach vorne, richte dich auf. Dein Gesäß ist angespannt. Richte dich auf. Nimm die Hände mal über vorne auf. Öffne die Hände in die Kaktusarme. Genau. Komm eine ganz leichte Rückbeuge, wo du dich nach hinten lehnst. Genau. Stell dir vor, du musst den Brustkorb richtig öffnen. Schieb die Schulter hinten
zusammen. Der Blick geht hoch zur Decke. Atme tief ein und aus, dein rechtes Knie schiebt voraus. Ferse fest, Fußballen fest. Genau. Drück deinen linken Fuß in die Matte. Deinen rechten Arm schiebst du nach oben und komm auf die linke Seite. Die linke Hand kannst du gerne in Richtung Matte bringen. Genau. Du möchtest deine rechte Seite lang ziehen. Spannung im Gesäß halten. Einmal wieder lösen. Stelle beide Hände neben deinen rechten Fuß. Genau. Und schiebe einmal mit dem rechten Bein zurück. Und langsam wieder vor. Stolze Brust. Ein wenig durchmobilisieren. Beim dritten und letzten Mal darfst du gerne deine Zehenspitze mitnehmen. Halte hier kurz. Nimm auch den kleinen Zeh mit hoch. Dann setz ruhig einmal wieder auf. Komm noch einmal hoch. Genau. Und deine linke Hand dreht nach vorne weg zum Knie. Deine rechte Hand kannst du entweder in die Hüfte setzen, schieb dein Knie voraus, oder du darfst so weit zurückgehen, dass du deinen Fuß fassen kannst. Reden und durchtrainieren ist immer das eine. Genau. Der Blick geht über deine rechte Schulter, drück dein rechtes Knie gegen deine linke Hand. Löse deine rechte Hand. Löse die Rotation auf. Einmal abstellen. Wir kommen zur anderen Seite. Linken Fuß aufstellen, linkes Knie hoch. Ohne zu schnürfen. Das rechte Bein zurück. Komm nochmal in den Hund, der zu Boden schaut. Das linke Bein in Verlängerung nach oben. Schieb dein linkes Bein ganz eng zum Brustkorb und zwischen deine Hände. Genau. Hüftbreit bestenfalls. Setz das rechte Knie ab. Bleibe groß und stolz. Rechten Fuß ablegen. Wenn es zieht, kurz ein bisschen mehr. Aufrichten, die Hände weit hoch. Schieb beide Hände gleich weit voraus. Auch dein Knie nach vorne. Ferse fest. Ellenbogen runterziehen in den Kaktusarme. Genau. Öffne den Brustkorb. Komm in eine leichte Rückbeuge. Spann dein rechtes Gesäß an. Und atme weit in den Rippenbogen hinein. Die Ellenbogen ziehen nach unten. Schön runter. Genau. Sehr gut. So. Von hier aus kommt dein linker Arm nach oben. Schiebst über die Seite nach rechts. Deine rechte Hand kannst du gerne auch in Richtung Boden setzen. Schieb dich lang voraus. Denk dran, Hüfte geht nach vorne. Heute möchte ich deine linke Flanke hier mit öffnen. Komme wieder einmal voraus. Nimm beide Hände nach vorne. Du hast wieder drei Runden. Schieb dein Gesäß leicht zurück. Der Brustkorb ist geöffnet. Einmal wieder gerade. Bleib groß und stolz. Der Rücken ist lang. Komm wieder zurück. Einmal voraus. Beim dritten und letzten Mal darfst du gerne deine Zehenspitzen mitnehmen. Halte hier kurz. Deine Nase möchte in Richtung Knie. Der Popo geht auch mehr nach links. Und zieh die kleinen Zehenspitzen auch mit an. Einmal wieder zur Matte. Komm mit beiden Händen nach oben. Deine rechte Hand dreht nach vorne, legt sich auf dein linkes Knie. Rechte Hand nach hinten. Und wenn du sagst, es geht, versuch mal dein rechtes Bein zu flippen. Schieb das linke Knie nach vorne, gib Spannung in dein Bein, in die Hüfte, rechten Po angespannt. Und der Blick geht über die linke Schulter. 4, 3, 2. Einmal das rechte Bein lösen. Einmal beide Hände wieder voraus, dann Länge gewinnen wollen. Abstellen. Rechte Zehenspitze aufstellen, Knie hoch, linkes Bein zurück in die Länge. Komm noch einmal in den Hund, der zu Boden schaut. Einen kleinen Flow, bevor wir uns hinsetzen dürfen. Hoher Liegestütz, tiefer Liegestütz. Schieb dich nach vorne voraus in den Hund, der nach oben schaut. In die lange Strecke. Und du darfst auch gerne bei der Cobra bleiben.
und in den Hund, der zum Boden schaut. Komm hoch. Halte hier für ein, zwei Atemzüge. Dann geht der Blick zu deinen Händen, beugt die Knie, komm nach vorne zum Sitzen oder in kleinen Tippelschritten. Genau. Nimm noch einmal deine Knie ran, dass du dich hier aufrichtest. Roll die Wirbelsäule einmal durch und wieder hoch. Rund und gerade. Und jetzt darfst du dich Wirbel für Wirbel einmal ablegen. Nimm noch einmal beide Knie zum Bauch. Mach dich ein wenig rund, beweg die Knie nach links und rechts. Öffne dein Becken, deine Knie fallen nach außen. Happy Baby Pose. Greif die Außenseite deiner Füße. Die Knie gehen nach außen und du versuchst, deine Lendenwirbelsäule, auch dein Popo abzulegen. Schieb die Knie nach außen, atme tief ein und aus. Die Schultern legst du ab. Atme tief ein. Beim Ausatmen senkst du das Gesäß was tiefer. Löse einmal die Bewegung auf. Strecke beide Beine einmal nach vorne aus. Du hast es geschafft. Gönn dir noch 2 Minütchen Ruhe. Lass die Füße hüftbreit geöffnet oder weiter. Die Hände schön zur Seite fallen lassen, dass deine Achselhöhle durchlüftet wird. Falls du Probleme in der Lendenwirbelsäule hast, kannst du die Beine auch immer aufstellen oder dir auch eine kleine Handtuchrolle oder Deckenrolle unter die Lendenwirbelsäule legen oder gerne auch im Brustkorb legen. Genau, atme tief ein und aus. In deinen Bauch und in den Brustkorb hinein. Du darfst auch gerne deine Augen schließen, denn wir haben noch 1, 2 bewusste Atemzüge. Spüre ein wenig, wie dein Herzschlag in deinem Brustkorb weilt. Und spüre, wie dein Brustkorb sich weitet und wieder senkt. Bei jedem deiner Atemzüge. Deine Bauchdecke hebt und senkt sich. Schenke dir ein kleines Lächeln und ein kleines Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, mit Lisa und mir deine Yoga-Praxis durchzuführen. Nehme positive Dinge aus deiner Praxis mit, speichere sie gut ab, sodass du die immer wieder benutzen kannst. Bewege deine Füße und Hände ein wenig durch. Bewege deine Wirbelsäule, deine Schultern und dein Becken ein wenig durch. Deine Füße darfst du gerne aufstellen und bewege dich so, wie es für dich angenehm ist. Ob du die Knie nach links und rechts legst, schwingst,
ob du dich zu einer kleinen Kugel rollst, dass du die Knie zum Bauch nimmst. Roll ruhig vor und zurück. Gib dir eine kleine Massage, dass du gleich mit uns zum Sitzen kommen kannst. Schulterte aus den Ohren und in die Knie ruhig in die Schneidersitzposition. Genau. Nimm die Hände gerne auf deine Knie. Richte dich ganz weit auf und schließ noch mal kurz für einen Moment deine Augen. Strecke deine Wirbelsäule hoch zur Decke und atme in den ganzen Wirbelbereich hinein. Nimm die Hände über die Seite hoch, streck dich weit auf. Setze die Hände einmal vor dein Herz. Dein Kinn ziehst du leicht dran, dass deine Halswirbelsäule sich mehr streckt. Nimm beide Hände nochmal weit nach oben. Komm in eine Vorbeuge. Leg dich nach vorne ab. Und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Nimm die Hände über die Seite auf. Streck dich noch einmal. Und setz deine Hände vor dein drittes Auge. Namaste. Bleib immer gesund und glücklich. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.